Hallo und Halleluja! Schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Ich muss noch ein bisschen leiser sprechen, weil die Sonne gerade erst so am Erwachen ist. Ja, wir wollen sie nicht schreckhaft wecken. Ich sage euch eins, das Witzige ist, in dem Zustand, in dem ich mich aktuell befinde, es ist so, dass ich wirklich feststelle, alles hat ein Bewusstsein. Also ich rede wirklich mit allem. Auch mit der Sonne. Ich habe vorhin rausgeguckt, habe gesagt, guten Morgen Sonne und ja, aber lass dich nicht wecken. Ja, schön langsam aufwachen und aufstehen und ich fühle diese Verbundenheit und das ist das Schöne, wenn du das fühlst, dann fühlst du dich nicht mehr einsam und weil du dann überall immer jemanden oder etwas wundervolle, liebevolle Energien an deiner Seite hast, weil du sie in dir trägst. Und darum geht es auch im heutigen Video, dass wir uns noch mehr mit uns verbinden, dass du noch mehr deine Seele ein Stück weit kennenlernst und dass du dir heute selber ein Geschenk machst. Egal wann du das Video siehst, aktuell, also an dem Tag, an dem ich es aufnehme, ist ja noch Weihnachten, der 25. Ja, aber es ist völlig unabhängig davon, weil ich finde, jeder Tag sollte sich, darf sich wie Weihnachten anfühlen. Und ich bin heute Morgen auch wieder aus dem Bett gesprungen und habe ein paar Mal Halleluja gesungen. Habe mir auch gedacht, hoffentlich hören das die Nachbarn nicht. Aber wenn, hey, wer wird nicht gerne mit einem freundlichen Halleluja geweckt? Ne, das ist ja sehr positive Energie, die da fließt. Ne? Gut. Nur es ist halt nicht jeder so ein Frühaufsteher wie ich, aber das werden wir noch ändern. Also, Hände hoch, wer mich gerne als Nachbarin hätte. Ich habe heute auch schon vor Dankbarkeit geweint. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich weiß schon, warum auch, weil so eine Phase zu Ende gegangen ist und was Neues beginnt. Und ich habe es auch in meinem letzten, gestrigen Video gesagt, das verlinke ich euch auch, wo ich so vom Sport komme und so happy bin über mein Sportoutfit. Und da habe ich ganz am Ende zwei Karten gezogen. Und die haben einfach, ja, die haben es einfach auf den Punkt gebracht. Es geht um Freiheit, es geht um Heimat und beides hat den Ursprung in uns. Und ich habe das schon öfter gesagt, auch wenn man im Außen eingesperrt ist, sei es jetzt in Beziehungen, sei es in Berufen oder sei es wirklich im Gefängnis, hat es immer den Ursprung in einem selber, dass man innerlich sich eingesperrt gefühlt hat oder selber eingesperrt hat. Weil das Außen immer nur ein Spiegel einer selbst ist. Und das ist mir auch nochmal so bewusst geworden. Und viele Sachen werden mir öfter bewusst, aber es hat so eine andere Ebene. Also es geht immer tiefer. Und heute geht es in diesem Video darum, dass du dich beschenkst mit, ja, wie soll ich das jetzt in Worte fassen? Also es ist ein Geschenk aus deiner Seele für dich, dass du dir, wir machen eine kleine Meditation dazu, dass du dir quasi selber einsetzt in deinem Herzen. Und was wir dabei nicht unterschätzen dürfen, ist die Wirkung von Symbolen, von Formen, von Farben, von Materialien auf uns und unser System. Und wir können damit zum einen äußerlich arbeiten, also wenn wir mich mal angucken, ich habe einen Spiraldutt, da verlinke ich euch auch ein Video in der Infobox, die Wirkung von spiralförmigen Frisuren, ja, weil auch das wirkt, Spirale ist die Urform, also und ich habe das jetzt nicht geplant mit dem Kopf, so jetzt mache ich mir mal einen Spiraldutt, weil das hat eine gute Wirkung, eine gute Anbindung nach oben, nee, ich habe es einfach intuitiv angefangen und vieles machen wir intuitiv und sind uns dessen nicht bewusst, aber wenn wir es bewusst einsetzen, hat es nochmal eine andere Tiefe und da steckt sehr viel Genialität in so einfachen Dingen. Also Spiraldutt, dann habe ich hier meine lachende Herzchenkette,
die ich selber gemacht habe. Ich habe auch noch einen Ring, da habe ich auch ja, so ganz besondere Sachen rein gemacht, Symbole und Worte. Und dann habe ich hier ein schönes Shirt heute, God is within her. Und hinten steht auch noch drauf, she will not fall. Und das ist ja das, das Göttliche wohnt in jedem von uns. Und wirklich das Genialste, das Göttlichste ist das kindlich Leichte und einfach. Ja, also geniale Dinge sind einfach und nicht kompliziert. Deswegen, ich halte nicht so viel von irgendwelchen komplizierten Sachen, weil das ist häufig aus dem Verstand. Ich merke, wenn was aus meiner Seele kommt, es ist einfach und es ist zu einfach, um wahr zu sein. Und dann kommt häufig der Verstand und sagt, nee, das kann ja nicht wirken, weil es ist ja zu einfach. Und das ist aber eine Konditionierung. Und ja, deswegen Frisuren, Kleidung, Schmuck, was habe ich noch? Tattoos, meine Seelentattoos, lachende Sonne, lachendes Herz und noch ein paar Sternchen. Und ich sage euch eins, ich könnte meinen ganzen Körper zutätowieren. Ich habe so viele Impulse, weil ich auch merke, was es für eine Wirkung hat. Auch hier verlinke ich euch ein Video zum Thema Seelentattoos. Ja, weil wenn wir so Symbole aus der Seele bekommen, können wir damit arbeiten. Ja, sei es eben Tattoos, Schmuck, sich was aufzumalen, ja, oder als Bild hinzuhängen. Und wichtig ist aber immer, diese Motive aus der Seele erstmal auch zu empfangen. Und da ist häufig unser Verstand im Weg, der uns sagt, mein Verstand sagt auch, God is within her, Daniela. Kannst du damit rumlaufen? Meine Seele sagt ja. Mein Verstand sagt, Ja, wie ich die Impulse zu meinen Seelentattoos bekommen habe, mein Verstand, Daniela, bist du dir wirklich sicher? Meine Seele, yes. Und deswegen, immer wenn was aus der Seele kommt, hat es einen ganz tiefen Sinn, den der Verstand nicht erfassen kann. Und auch wenn man sich dann denkt, so, Daniela, süß, mit deinem lachenden Herzchen, deiner lachenden Sonne. Ja, komm du erst mal an im Leben. Könnte man auch denken. Aber wenn man es fühlt und wenn man die Genialität dahinter verstanden hat, wenn man sie gefühlt hat, man versteht es erst, wenn man es fühlt. Die tiefe Weisheiten. Dann wird man sowas nicht mehr abtun und sagen, ja, ja, über Kleidung und über Formen und Schmuck und ach hier Tattoos und wenn man es fühlt, weiß man, wovon ich spreche. Und das ist nämlich der Punkt, dass wir uns auch dafür öffnen, dass aus jeder Seele was anderes kommen kann. Ein anderes Symbol. Und ich habe dabei festgestellt, dass eben oftmals das, was aus meiner Seele kommt, sehr einfach ist. Also ich habe auch den Impuls, mir eine Spirale zu tätowieren. Das sind sehr einfache Symbole, aber sehr wirksame. Und deswegen möchte ich heute eine kleine Meditation machen, wo du, und ich möchte kein Symbol vorgeben oder kein. Es kann sich alles zeigen. Ja, wichtig ist einfach, dass du deinen Geist öffnest und dein Herz und deine Hände. Ich möchte gerne, dass du deine Hände, also sofern du mitmachen möchtest, öffnest zu einer Schale, sie vor dir hältst und auf deine Handflächen guckst. Und wenn du auf deine Handflächen guckst, vielleicht möchtest du auch deine Augen schließen und es dir vor deinem inneren Auge vorstellen, mach das, was sich für dich jetzt stimmig anfühlt. Und wichtig ist, dass du ganz bei dir ankommst, dass du erst tief einatmest in den Bauch, dass du dich entspannst. Du kannst auch die Hände niederlegen, wenn es für dich einfacher ist. Hör auf dein Gefühl. Und hör auf zu denken, hör auf mit dem Verstand, was verstehen oder suchen zu wollen. Stell dir vor, dass du deinen Verstand
kurz ausschaltest oder auf Standby schaltest. Vielleicht ist da ein Knöpfchen in deinem Kopf, das du jetzt gerade so drücken möchtest und dir das vorstellst und sagst, so lieber Verstand, du hast jetzt mal kurz eine Pause. Und dann spürst du in dich hinein, du kommst in dir an, du merkst, wie viel Ruhe, wie viel Frieden in dir ist. Du fühlst die tiefe Verbindung zu dir, in deinem Körper und zu deiner Seele. Und du bittest jetzt deine Seele, dir ein Symbol zu schicken, zu schenken, zu geben, das ich dir zeigen möchte. In deiner Handfläche, vor deinem geistigen Auge. Und es kann alles sein. Es kann eine Form sein, ein Symbol, ein Tier, eine Zahl, ein Gegenstand, eine Farbe oder eine Farbe und Form. Es kann alles sein. Und du musst nicht danach suchen, du empfängst es. Es ist wie ein Geschenk und du empfängst dieses Geschenk. Nimm dir kurz Zeit, um das Geschenk aus deiner Seele zu empfangen, ohne es zu bewerten oder es verstehen zu wollen. Einfach nur da sitzen und empfangen. Und ich werde jetzt ganz kurz leise sein, damit du noch mehr bei dir ankommen kannst und dich noch mehr entspannen kannst, um zu empfangen. Nimm dir Zeit für dich und dein Symbol. Und wenn du jetzt dein Symbol vor deinem geistigen Auge siehst, wenn es dir erschienen ist, dann stell deiner Seele die Frage, wo es in deinem Körper positioniert werden möchte. Wo gehört es hin? Gehört es in den Arm? Gehört es in dein Bein? Gehört es in dein Halschakra? Gehört es in dein Herz? Gehört es in deinen Bauch? Gehört es in deinen Kopf? Wo möchtest du, wo möchte deine Seele dieses Symbol positioniert haben? Und eins kannst du dir sicher sein, du kannst dabei nichts falsch machen. Nichts, was aus deiner Seele kommt, kann dir schaden. Kann dich nur unterstützen und es ist jederzeit veränderbar. Du kannst nichts in diesem Moment falsch machen, gar nichts. Also hör auf nachzudenken, dir Sorgen zu machen und du kannst auch jederzeit für dich selber diese Meditation wiederholen. Wenn du die Antwort bekommen hast, wo dieses Symbol eingesetzt werden möchte, dann lass es an die Stelle gleiten und fühle, was sich verändert hat oder was sich in dir verändert.
Fühle die Energie, die von diesem Symbol ausgeht. Fühle die Energie. Und vielleicht bekommst du auch einen Impuls, wobei dir dieses Symbol oder was auch immer du empfangen hast, heute, jetzt, in der aktuellen Phase, in der du steckst, wobei es dir dienen soll. Wobei unterstützt es dich oder hilft dir. Und du kannst dir sicher sein, dass es so lange an der Stelle bleibt, wie du es benötigst. Und wenn du es nicht mehr benötigst, dann löst es sich von alleine auf. Du kannst nichts falsch machen. Gar nichts. Wenn du mehrere Symbole empfängst oder empfangen hast, für verschiedene Stellen in deinem Körper, ist auch das genau das Richtige für dich. Deine Seele weiß genau, was du brauchst. Und wichtig für dich ist einfach nur, dich für ihre Geschenke, dich für deine Geschenke zu öffnen und sie anzunehmen. Denn mit der Annahme haben wir häufig am meisten Probleme. Also nimm das an, was dich jetzt aktuell unterstützt und vielleicht ergibt es jetzt noch keinen Sinn, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Also fühle, was es mit dir macht. Fühle es. Und lass es wirken, lass es einwirken, lass es auf dich wirken. Und wenn du auch im Wachzustand zu diesem Symbol geführt wirst, dann hast du die Bestätigung, dass es für dich jetzt aktuell eine heilsame Wirkung hat. Arbeite damit, nutze es und lass es nicht von deinem Verstand klein oder wegreden, denn er hat keine Ahnung von der tiefen Weisheit deiner Seele. Fühle, wie das Symbol oder die Symbole in dir arbeiten und ein Teil von dir geworden sind. Alles ist ein Teil von uns, alles ist in uns. Aber wenn wir es nochmal bewusst von außen uns zuführen und integrieren, macht es nochmal einen kleinen Unterschied. Wir können das Unbewusste ins Bewusstsein rufen und damit arbeiten. Genieße die Energie, genieße die Liebe deiner Seele, mit der du dich jederzeit verbinden kannst und auch immerzu verbunden bist, auch wenn du es manchmal nicht fühlen magst. Deine Seele hat immer den Überblick auf dein ganzes Leben. Deine Seele weiß immer, was das Richtige für dich ist. Und so lass dich führen von deiner Seele. Und entdecke, wie viele Schätze aus ihr zu dir fließen werden, jetzt und auch in der kommenden Zeit. Wenn du dich dafür öffnest und bereit bist, sie zu empfangen.
spür noch mal kurz nach und dann beginne langsam wieder zurückzukommen. Und wenn du bereit bist, deine Augen zu öffnen, wenn du sie geschlossen hattest. Ja. Ich mache das ja immer auch mit dem Augenschließen so intuitiv. Ich meditiere auch manchmal mit geöffneten Augen, also auch beim Sport. Ich habe auch ein Video zum Thema Meditation, das heißt, müssen wir meditieren? Das verlinke ich euch auch in der Infobox, weil wir nicht immer die Augen schließen müssen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass jeder auf sich hört und nicht auf das, was andere sagen. Und ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wenn du es teilen möchtest, welches Symbol dir erschienen ist und wo du es eingesetzt hast. Und wie auch schon in der Meditation gesagt, können wir nichts falsch machen. Und die Seele macht sowieso keinen Fehler. Und wenn es nicht aus der Seele kam, dann passiert es auch nicht. Ne? Das ist ja das, wo viele Angst vorhaben, aber es kann auch nichts uns schaden, wenn es nicht im Sinne der Seele ist. Ja, also die Seele ist so mächtig und das haben wir häufig noch gar nicht erkannt, weil gerade die mächtigsten Sachen am popeligsten und einfachsten wirken, aussehen. Ne? Herzelein, da lachst du. Du lachst dich schlapp, wenn dich Leute nicht ernst nehmen. Aber du weißt ganz genau, wie du wirkst, ne? Und was du für eine Wirkung hast. Deswegen bei mir hier auch mit der Pulsader, das unterstützt so meine Herzenskraft. Das ist unglaublich. Ja, deswegen, ja, ich hoffe, dass ihr was damit anfangen konntet oder dass es euch geholfen hat. Ich mache ja nicht so oft Meditationen, aber irgendwie hatte ich jetzt den Impuls und ja, du kannst selber damit arbeiten oder dir Symbole erscheinen lassen und dich damit bespicken, sage ich jetzt mal, oder energetisch informieren. Und da kannst du einfach ein bisschen rumspielen, ohne Angst, was falsch zu machen, weil du nichts falsch machen kannst. Ja. In diesem Sinne viel Spaß mit deinem Symbol, mit deinem neuen Begleiter und sei dir immer sicher, dass alles, was wir auch von außen uns quasi zuführen oder uns damit informieren, immer auch ein Teil unserer Selbst ist und schon in uns war und somit auch nur aktiviert wird. Also auch wenn man sich was im Herzen einsetzt oder egal wo, es ist dort schon als Information vorhanden und wird nur verstärkt. Ja, also es ist auch nichts, wo man sagt, oh Gott, ich muss das machen. Ja, du musst gar nichts. Aber es kann manches einfach verstärken oder unterstützen. Und wieso sollten wir nicht damit arbeiten? Also ich merke einfach, wie positive Kleidung auf mich wirkt oder mein Schmuck oder die Frisur oder meine Tattoos. Und ja, deswegen teile ich das mit euch. Also bedank dich bei dir, dass du dich heute so wundervoll beschenkt hast und ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein. Alles Liebe, Amen over and out.